Was genau sind eigentlich Meme-Stocks? Meme-Stocks sind Aktien, die sich im Internet viral verbreiten und so die Aufmerksamkeit von großen Gruppen, von Kleinanlegern, aber auch größeren Anlegern generieren. Meme-Stocks sind also ein neues Phänomen am Börsenmarkt, bei dem einzelne Aktien durch Absprache bzw. durch große Beliebtheit in den sozialen Medien in kürzester Zeit extreme Kurssprünge verzeichnen können. Die wohl besten Beispiele solcher Meme-Stocks sind GameStop, AMC, aber auch BlackBerry und Tilray. Der Hintergrund für diese extremen Kursanstiege ist aber nicht etwa die Leistung des Unternehmens, sondern vielmehr der in den sozialen Foren generierte Hype rund um diese bestimmten Aktien. Meiner Meinung nach gibt es dabei aber noch weitere essentielle Punkte, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, aber dazu gleich mehr. Wir sollten uns vorerst die Frage stellen, wie entstand das Phänomen der Meme-Stocks eigentlich? Ich denke, es gibt drei Faktoren, die entscheidend zur Entstehung von Meme-Stocks beigetragen haben. Als ersten Faktor sehe ich den günstigen Handel über die Neo-Broker. Da man heutzutage über bestimmte Trading-Apps und Webseiten schon ab einer Handelsgebühr von nur 1 Euro Aktien handeln kann. Darüber hinaus gibt es heutzutage aber auch die Option, bei bestimmten Brokern eine Trading-Flat abzuschließen, sodass man schon ab einer Monatsgebühr von nur 2,99 Euro die Möglichkeit besitzt, dauerhaft ohne Ordergebühren in Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Derivate zu investieren. Daher erschließt sich der meiner Meinung nach erste Faktor. Weil durch die gesunkenen bzw. teils komplett verschwundenen Handelskosten viele neue Teilnehmer an die Aktienmärkte geströmt sind. Als zweiten Faktor sehe ich die sogenannten Online-Investing-Communities, die sich verstärkt auf Reddit, aber auch auf Twitter tummeln. Auf Plattformen wie Reddit oder Twitter können sich Nutzer zu diversen Themen austauschen. Und eben diese Plattformen sorgten auch dafür, dass eine große Masse von Kleinanlegern Absprachen trafen und zeitgleich in dieselbe Aktien investierten. Einigen Usern aus dieser Community hat vermutlich dann noch zusätzlich der sogenannte FOMO gepackt. Die Abkürzung FOMO steht für nichts anderes als Fear of Missing Out. Das beschreibt die Angst, ein spannendes, interessantes Erlebnis zu verpassen. Also, als die ersten User aus solch einer Community nun gesehen haben, dass man wirklich durch Absprache in den Online-Foren für steigende Kurse sorgen konnte, haben einige Anleger vermutlich auch genau aus diesen FOMO-Gründen in die Aktie rein investiert. Und das hat wiederum dafür gesorgt, dass der Kurs immer und immer weiter anstieg. Als letzten und dritten Faktor sehe ich aber auch, dass es den Online-Investing-Communities größtenteils um ein bestimmtes Thema ging, welches meiner Meinung nach auch zu der Entstehung der sogenannten Meme-Stocks beigetragen hat. Und zwar haben sich rund um den Globus verteilt einige und sehr große Gruppen von Kleinanlegern das bestimmte Ziel zur Mission genommen, die großen Hedgefonds bluten zu sehen. Aber wie ist das eigentlich gemeint? Wir schauen uns mal den Fall von GameStop an, um euch das mehr zu verdeutlichen. In dem Fall haben sich große Gruppen von Kleinanlegern abgesprochen, um Leerverkäufern der GameStop-Aktie einen Strich durch die Rechnung zu machen. In der Regel sind Leerverkäufer zum größten Teil einige große Hedgefonds aus Amerika. Die gesamte Geschichte fing damit an, dass die großen Hedgefonds die Aktie von GameStop in sehr großem Stil leerverkauften und auf fallende Kurse spekuliert haben. Aber aufgrund der hohen Short-Interesse bei der GameStop-Aktie ist eine Reddit-Community namens Wall Street Bets, die zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Millionen von Usern umfasst, auf dieses Short-Interesse der Hedgefonds aufmerksam geworden. Und wollten auf der einen Seite GameStop vor dem finanziellen Ausbewahren, als auch den Spieß umdrehen und die großen Hedgefonds, die Milliarden an Geldern verwalten, zum Fall bringen. Durch die vielen kleinen Einzelkäufe der Wall Street Bets-User sind die Aktienpreise von GameStop deutlich gestiegen. Und die Rechnung für die Hedgefonds, welche diese Aktie leer verkauften und auf fallende Kurse gewettet haben, ging nicht auf. Nach Absprache der Community ist der Kurs der GameStop-Aktie Anfang 2021 innerhalb von 3 Wochen von 14 Euro auf enorme 285 Euro gestiegen und konnte Ende Januar ihren Höchstpunkt bei 410 Euro verzeichnen. Da die großen Gruppen von Kleinanlegern den Preis anfangs so sehr in die Höhe getrieben haben, wurde letztendlich bei GameStop ein sogenannter Short Squeeze ausgelöst und dadurch waren solche enorme Preise für die Aktie zustande gekommen. Aber was ist ein Short Squeeze? Ein Short Squeeze bezeichnet nichts anderes als eine Marktsituation, die sehr ungewöhnlich ist. Bei dem Händler ihre zuvor getätigten Leerverkäufe mit neuen Käufen der Aktie decken, also diese wieder zurückkaufen. Das ist dann sinnvoll, wenn Händler auf sinkende Kurse gesetzt haben, der Titel aber steigt. Die deckenden Käufe dienen lediglich dazu, den Verlust zu begrenzen und treiben den Kurs des jeweiligen Titels dabei zusätzlich stark nach oben. Hierbei entsteht unter Umständen eine Kettenreaktion. Durch den plötzlichen Kursanstieg sehen sich weitere Händler, die auf fallende Kurse spekuliert haben, ebenso dazu gezwungen, ihre Verluste zu begrenzen und kaufen ebenfalls Aktien zurück.
Der Reddit-Community Wall Street Bets ist es also mit vollem Erfolg gelungen, einigen dieser großen Hedgefonds Verluste in Milliardenhöhe zu bescheren. Unter anderem gab es sogar Hedgefonds, denen diese Aktion so hart getroffen haben, dass sie wiederum auf Finanzspritzen anderer Hedgefonds angewiesen waren, um überhaupt überleben zu können, weil sie sonst selbst von der Bildfläche verschwunden wären. Wenn man das alles nicht als Karma bezeichnen kann, dann weiß ich auch nicht weiter. Da wir jetzt häufiger den Begriff Hedgefonds gehört haben, wollen wir jetzt erstmal klären, was sind eigentlich diese Hedgefonds? Ein Hedgefonds wird von einem Hedgefondsmanager oder mehreren Managern verwaltet. Die Fondsmanager analysieren unter anderem Aktienkurse von Unternehmen. Mithilfe verschiedener finanzmathematischer Methoden bilden sie Anlagestrategien. Sie stellen danach ein umfangreiches Portfolio an Aktienkäufen oder Optionen zusammen. Dabei handelt es sich meist um sogenannte Leerverkäufe. Dies bedeutet, dass Hedgefonds in einem großen Stil mit Aktien handeln können, die sie überhaupt nicht besitzen. Sie setzen je nach Strategie dabei auf fallende oder steigende Kurse. Aber wie können die Hedgefonds überhaupt mit Aktien handeln, die sie nicht besitzen? Da wir nun jetzt noch einen weiteren Fachbegriff gehört haben, und zwar den Begriff Leerverkäufe, kann ich euch das anhand eines Beispiels ganz genau erklären, wie das funktioniert. Leerverkäufer, also zu einem auch Hedgefonds, wie wir bereits wissen, wetten auf fallende Kurse und wollen damit Profit machen. Das können sie, indem sie sich Aktien von Aktienbesitzern, welches meist größere Banken sind, gegen eine Gebühr ausleihen. Im zweiten Schritt verkaufen sie die Aktien am Börsenmarkt. Wenn das nun in einem großen und professionellen Stil ausgeübt wird, dann sorgt das natürlich für einen Einbruch des Aktienkurses. Nach diesem Schritt können die Leerverkäufer die Aktien nun zu einem späteren Zeitpunkt günstiger zurückkaufen. Ist dieser Schritt vollendet, geben sie diese zurückgekauften Aktien ihrem Besitzer zurück. Die Kursdifferenz zwischen dem teureren Verkauf und dem billigeren Rückkauf der Aktie abzüglich der Leihgebühr fällt dabei für diese Leerverkäufer als Profit ab. Mit dieser Strategie können große professionelle Leerverkäufer in kürzester Zeit sehr viel Geld verdienen, was meiner Meinung nach aber auch einen faden Beigeschmack von Marktmanipulation zur Folge hat. Im Fall von GameStop und AMC haben die Leerverkäufer aber seit Anfang des Jahres auf diese Art und Weise Gelder in Milliardenhöhe verloren, weil sie die Aktien zu einem bestimmten Preis geliehen haben, diese Aktie dann verkauften, aber dadurch, dass der Preis von mehreren Millionen Kleinanlegern in die Höhe getrieben wurde, mussten die Leerverkäufer ihre geliehenen Aktien dann zu einem weitaus höheren Preis zurückkaufen, als sie diese damals verkauft haben. Sprich, der Plan der Leerverkäufer ging in dem Fall nach hinten los und wurden dadurch beinahe in die Ruin getrieben. Da ich kein Anlage- oder Finanzberater bin, möchte ich euch ebenso auf die Gefahren von Meme-Stocks aufmerksam machen. Wie wir nun bereits schon wissen, verloren Hedgefonds durch die Meme-Stocks wie GameStop, AMC, BlackBerry oder Tilray seit Anfang des Jahres mehrere Milliarden US-Dollar. Aber auch Kleinanleger sind dabei leider einem hohen Risiko ausgesetzt. Zwar konnten einige Anleger enorme Kursanstiege verzeichnen und innerhalb kürzester Zeit sehr hohe Gewinne realisieren, doch ebenso viele Anleger verloren eine Menge Geld, wenn sie den Absprung nicht geschafft haben. Daher empfiehlt es sich, nur mit dem Geld bei dem Spielchen mitzumachen, auf welches man nicht angewiesen ist und auch im schlimmsten Fall bereit ist zu verlieren. Aber bei AMC und GameStop ist mit einem Totalverlust zurzeit und in Zukunft meiner Meinung nach nicht zu rechnen. Aber dennoch muss einem bewusst sein, dass der Handel mit Meme-Stocks ein Zock an der Börse bedeutet. Also pass auf dich und dein Geld auf. Ich hoffe, du hast durch dieses Video mal wieder viele neue Dinge dazugelernt und konntest dein Wissen über Meme-Stocks, Hedgefonds und Leerverkäufe weiter ausbauen. Wie immer freue ich mich über ein kostenloses Abo und einen Like, wenn dir das Video gefallen hat. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.